Auftakt Gruppenphase EHF-Pokal in Magdeburg gegen Aalborg Handball. Und wir haben mit 6 gewonnen. Wer hätte das gedacht? Finn. MDR Sachsen-Anhalt und auch der SC Magdeburg über Zusammenarbeit, das Fangespräch, der Fan-Talk nach dem Spiel. Wollen wir Ihnen eine Minute lassen, Finn, damit Sie die Witze über unsere Größe machen können? Und so, wir sind fertig. Willst du einen Schluck Bier? Nee, ich habe Wasser dafür. Ah, okay. Mittwoch ja wieder Spiel. Mittwoch ist ja wieder Spiel. Das bedeutet kein Bier. Ja, das bedeutet jetzt im Kopf, sich auf Hannover vorzubereiten. Und daher gehört jetzt auch die optimale Regenerationszeit dazu. Die ist ja nur verkürzt und da ist Bier heute mal verboten. Bevor du diesen ganzen Profimist erzählst, jetzt hier total langweilt, sagen wir jetzt erstmal, der erste Wurf aus 10 Metern oder mehr und der ist drin gewesen, Finn! Yeah! Wir haben eine einzige Frage, warum hast du uns so lange warten lassen? Das ist ja wie Coitus Interruptus gewesen, all die Spiele, jetzt steigt er hoch, der ist 13 Meter in der Luft, oh, wieder abgespielt. Warum hat es so lange gedauert? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es mir öfters mal auf Video angeguckt, habe ich schon öfters gesagt und schüttel da meistens selber mit dem Kopf und denke mir, ah, da ist ja gar keiner, der mich blocken kann, warum schieße ich denn nicht? Aber im Spiel muss es halt vom Gefühl her passen. Heute hatte ich das Selbstbewusstsein in dem Moment, um den Schuss zu machen und dann war das gut. War drin, perfekt. Du warst ja bei uns, war es eigentlich der Sicherheitswurf, der Aufsetzer? War er? Du hast gesagt, das ist dein Sicherheitswurf. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich wollte gar nicht von der EM anfangen, wirklich nicht. Ich schwöre. Wie war die Stimmung in der Kabine jetzt? Ja gut, sehr gut, muss ja auch sein. Wir müssen jetzt einfach wieder das mitnehmen, dass Gewinne einfach geil sind, dass Gewinne Spaß machen, dann macht es auch allen mehr Spaß, oder nicht? Ja? Das müssen wir jetzt einfach mitnehmen für die nächsten Spiele. Denn verlieren kann ich nicht, will ich nicht und habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Man hat auch eindeutig gemerkt, dass ihr auf jeden Fall heute auf die Platte wolltet und egal wie, auf jeden Fall ein Sieg musste her. Obwohl es natürlich auch schon ein bisschen wichtig ist, im EHF-Pokal in der Gruppenphase auf die Tordifferenz zu achten. Oder war euch das jetzt wirklich scheißegal? Mir wäre das jetzt gerade egal. Ich wollte gewinnen. Ich wollte, dass wir auch in der 59. Minute noch eine Abwehraktion gewinnen. Da geht es ja immer um Angriff oder Abwehr. Und wir müssen einfach jede Abwehraktion gewinnen. Ob in der ersten oder in der 60. Minute, scheiß auf den Spielstand. Denn nur so sind wir erfolgreich. Wie war die Rede? Ich glaube, es war das erste Mal, dass Bennett wirklich richtig erleichtert, euch eine wahnsinnig schöne Dankesrede halten konnte, nach einem wirklich klaren und überzeugenden Sieg. Ja, die war kurz. Danach hat er dann gesagt, so und jetzt wieder Kopf frei für Hannover machen. Der ist da sehr, sehr akribisch und sehr, sehr ehrgeizig, was wir auch sind. Und deshalb sollen wir jetzt heute das gute Gefühl mitnehmen und für Mittwoch vor allem das Gefühl einfach mitnehmen. Und dann am Mittwoch gegen Hannover wäre das schön, wenn ihr einen Auswärtssieg mitbringen könntet. Wie schätzt du da die Chancen ein? Jetzt gerade in dieser Situation. Also es gab halt wirklich ein paar richtig schlimme Nackenschläge. Keiner wusste, was los war, weil noch einmal für alle, die hier zugucken, niemand in dieser Mannschaft, und Finn wird das jetzt wahrscheinlich gleich bestätigen, verliert mit Absicht oder spielt mit Absicht schlecht oder sonst irgendwas. Deshalb um Himmels Willen nicht diese schlimmen Pfiffe teilweise oder den Kopf schütteln oder seltsame Sachen im Internet schreiben, sondern die versuchen auch weiterzukommen. Und das war jetzt ziemlich heftig. Dann gab es jetzt diesen Sieg mit dem wahrscheinlich richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Bei euch hat auch halbwegs alles gut hingehauen. Geht es jetzt so weiter? Kann man das schon fühlen? Ja, wir haben jetzt einfach diese Woche intensiv nochmal gesprochen, haben uns das Video angeguckt und es wirkte alles sehr, sehr verkrampft. Alle wollten das irgendwie zu, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, zu sehr. Und alle wollten es dann in dem Moment selber reißen. Man kann halt nicht allein ein Spiel gewinnen, das muss man immer als Team machen. Nur wenn alle 6 plus Torwart funktionieren, kann man ein Spiel gewinnen. So, das haben wir uns nochmal selber gesagt, haben dann 2 richtig gute Trainingseinheiten gehabt und hatten jetzt ein richtig gutes Spiel. Und das müssen wir jetzt einfach mitnehmen, dass wenn wir als Team gemeinschaftlich auf gut spielen, gute Trainingseinheiten haben, intensive Trainingseinheiten haben und dann mit dem Gefühl reingehen, dass wir gewinnen können und gewinnen werden, dann haben wir am Mittwoch auf jeden Fall eine sehr gute Chance in Hannover. Fühlt sich ja auch schön an, weil so langsam die Verletzten auch so langsam wieder zurückkommen. Werden die bei euch eigentlich auch so dann in der Kabine mit dem Präsentkorb begrüßt? Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, die müssen auf jeden Fall irgendwas ausgeben. Wer so lange fehlt wie Rohe, das mir natürlich alles sehr leid tut, auch bei Selko. Aber es ist halt umso schöner, wenn sie jetzt wieder dabei sind oder wenn Jens heute sein erstes Tor macht oder Zeche macht heute auch ein schönes Tor. Da müssen sie schon was springen lassen. Jens Schöngard hat richtig krass rumgebrüllt, als er getroffen hat oder so. Hast du verstanden, was er da gerufen hat?
Ich glaube, das war einfach der ganze Frust, der da mal raus musste. Der hat jetzt in Lübeck eine schlechte Saison gehabt. Und nicht nur er, sondern die ganze Mannschaft hat nur verloren. Und er war so heiß darauf, endlich mal zu gewinnen. Und dass er dann selber noch ein Tor macht, das ist dann so ein Löser einfach, der dann im Kopf passiert. Und in der Kabine wurde eben auch noch gut gebrüllt. Halten wir halt also mal fest. Es gibt also von Rohje, der ja quasi so lange verletzt war, dass er einen Ausstand bezahlen muss und wieder einen Einstand. So ist es zumindest bei mir in meiner Feierabend-Fußballtruppe. Da werden keine Gefangenen gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Kisten Bier, die ihr irgendwann nach dem Spiel in Hannover dann zusammen nochmal, um die Gemeinschaft zu festigen, trinken und feiern könnt. Und dann sind alle, die auch neu dazugekommen sind, die lange weg waren, auch die EM-Fahrer, und dann seid ihr dann wieder eins. Das heißt, ab jetzt geht's nur noch bergauf. Sag einfach nur ja und danke. Ja, danke. Der MDR Sachsen-Anhalt Fan-Talk. Ist das geil, 2,10 Meter im Griff, habt ihr das gesehen, wie ich das hatte? Jetzt natürlich Autogramme und auch Fotos mit Finn Lemke möglich. Seid gnädig zu ihm, seid entspannt, weil der Mann muss ja auch noch ein bisschen runterkommen. Die EM ist noch lange gewesen, hier kommen die ersten beiden. Übrigens, das ist der weltbeste Tischtennisspieler von Magdeburg, hat er gerade gesagt, ja. Der will die Hand geben, oh, Alter. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal unbedingt weiter zum SC Magdeburg gehen. Sagt weiter, dass hier die Stimmung in der Halle heute übrigens, und das muss man nochmal sagen, grandios war. Ja, die war echt, da kann ich nur Danke sagen, dass ihr trotz des Spiels am Mittwoch so zahlreich erschienen habt, seid und so toll unterstützt habt. Finde ich richtig geil. Dankeschön. Ab zur Pressekonferenz.